Jeder Gottesdienst ist eine neue Einladung. Die Einladung, Ruhe zu finden und Abstand vom Alltag zu gewinnen. Die Einladung, durch Gottes Wort von dem zu erfahren, was uns hält und trägt, was unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben. Die Einladung, Kraft zu schöpfen und Hoffnung für den Weg nach vorn. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe.
danken dir für all das, was du uns auch in der vergangenen Woche geschenkt hast. Du hast uns mit dem täglichen Brot so vieles gegeben, was unseren Alltag angenehm macht und bereichert. Du hast uns nicht nur Nahrung geschenkt, sondern auch die Gemeinschaft mit Menschen, die uns gut tut. Du hast uns bewahrt auf unseren Wegen. Hab Dank dafür. Doch neben dem Dank bekennen wir auch, dass da manches in unserem Leben ist, was dir nicht gefallen kann, was nicht einmal uns selbst gefällt. Immer wieder bleiben wir dir und unseren Mitmenschen manches schuldig. Und du weißt, was uns das Gewissen schwer macht. All das legen wir dir in die Hand und bitten dich, sei uns gnädig. Schenke unseren Herzen Frieden und mach uns bereit, mehr und mehr so zu leben, wie du es von uns möchtest. Lass uns auf dein Wort hören. Amen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke in Jesus, vergib er dir gern, du kannst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Warf unser Sündern ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemachst, ist mehr als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das du nie gekannt. Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Liebe Gemeinde, wie muss das Ende eines Films für Sie sein? Muss es Sie überraschen? Brauchen Sie eine letzte, völlig unerwartete Wende am Schluss? Etwas, womit kein Mensch zuvor rechnen konnte? Oder wünschen Sie sich ein schönes Happy End, das die Herzen höher schlagen lässt? Ich gebe ja zu, ich mag Happy Ends. Sie müssen gar nicht kitschig und romantisch sein, aber ich bleibe ungern am Ende eines Films oder noch schlimmer, am Ende einer Serie, bei der man über längere Zeit hinweg mitgefiebert hat, mit einem Gefühl des Schocks oder der Trauer zurück. Wenn ich merke, ein Film geht langsam seinem Ende entgegen und es ist noch keine befriedigende Lösung in Sicht, dann bekomme ich ein unangenehmes Bauchgefühl, wie eine düstere Vorahnung. Diese Vorahnung überfällt mich auch immer wieder, wenn ich hinaus in unsere Welt blicke. Nicht erst seit Corona. Da ist Furchtbares, was uns die Nachrichten zeigen, wie Menschen miteinander umgehen. Das sind wissenschaftliche Dokumentationen, die Weltuntergangsszenarien beschreiben, die in naher Zukunft zu liegen scheinen. Und was mir am meisten Sorge bereitet, kaum Umdenken in Sicht. Statt dass die Menschen umkehren und Besserung geloben, lassen sie es erst recht krachen. Gerade zum Trotz, glaube ich manchmal. Was ist bloß mit uns los? Warum werden wir nicht klüger? Was muss denn noch alles passieren, dass wir aufwachen? Und wenn es dann soweit ist, dass wir verstehen,
Werden wir das Ruder dann noch herumreißen können? Wenn ich dann einen Bibeltext lese, wie das Buch des Propheten Micha, dann erscheint er mir erstaunlich aktuell. Lassen wir ihn in unser Leben heute hineinsprechen. Hören wir ihn einmal als Propheten des 21. Jahrhunderts. Micha wünscht sich ein Happy End. Er sieht, woran es hapert und grenzt sich ab von der Gesellschaft, in der er lebt. Gegen den Zeitgeist setzt er sein: Ich will das anders. Ich glaube, da müssen wir anders anfangen. Und wo die Dinge nicht mehr so laufen, wie er sie sich wünscht, da steht bei ihm das Vertrauen auf Gott. Er glaubt fest daran, dass der ihn erhören und sich als Gott des Heils erweisen wird. Michas Bilanz ist verheerend. Er schreibt: Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen. Niemand glaube seinem Nächsten. Niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Das klingt traurig. Umso mehr, weil wir auch so klagen könnten. Es ist, als hätte Micha in unsere Gesellschaft hineingesprochen, als hätte er uns im Blick. Und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? 2700 Jahre liegen zwischen Micha und uns heute. Hat sich etwas geändert? Kollektiver Egoismus und Machtgier, Korruption und Bestechlichkeit, Misstrauen und Feindseligkeit bis in die Familien hinein. All das beschäftigt uns auch heute. Propheten hatten es damals nicht leicht. Unerfreuliche Botschaften hörten wir noch nie gerne. Und es ist doch so viel leichter, den Menschen, die mir verzweifelt erklären, was bei mir falsch läuft, als Spinner abzutun, als sie ernst zu nehmen. Die Propheten damals und die Wissenschaftler von heute, die könnten einander sicherlich voller Verständnis füreinander die Hand schütteln. Dem Druck des Zeitgeistes nachgeben, uns anpassen, das kommt viel besser an. Darum kostet es so viel Kraft, die Stimme zu erheben, damals wie heute. Michas Zeitgenossen waren nicht erfreut über seine Kritik. Und wir? Wem könnte man es verübeln, wenn er in Depression verfällt, weil er sich jahrelang für ein Umsteuern in unserer Gesellschaft eingesetzt hat und merkt, dass es anscheinend nichts genutzt hat? Oder wenn ein anderer plötzlich erwacht, nachdem er die lange heraufziehende Krise nicht erkannt hat und sich in Schuldgefühlen und einem verzweifelten "Jetzt ist es zu spät" wiederfindet. Micha hat noch Hoffnung. Er sieht einen guten Ausgang nach allem Leid und er jubelt sogar: Der Herr wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Das sind prophetische Worte. Micha ist überzeugt, das Gericht, das über seine Stadt kommen wird, wird nicht das letzte Wort Gottes sein. Er sagt: Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden, da wird weit werden deine Grenze. Ein Happy End, das wünsche ich mir auch. Alles soll wieder gut werden. Der Klimawandel soll gestoppt werden, der Meeresspiegel sinken, die Urwälder wieder grünen und sprießen und die Permafrostböden wieder richtig einfrieren. Die Menschen sollen sich nicht auf den Straßen die Köpfe einschlagen und wieder gut miteinander umgehen. Rassismus und Diskriminierung, Gewalt und Lüge sollen endlich ein Ende haben. Je länger ich nachdenke, desto mehr fällt mir noch ein für meinen Happy End Wunschzettel. Aber ich bin nun mal kein Micha und auch keine Prophetin Gottes. Ich sehe nur diesen Karren, der so tief im Schlamm sitzt, und frage mich:
Wer wird den wohl wieder herausziehen können? Und natürlich hoffe ich, dass Gott eingreifen wird und ein Umdenken ermöglicht. Aber bislang spüre ich so wenig davon. Was hat die gegenwärtige Lage unserer Gesellschaft mit Gott zu tun? Es fällt uns heute schwer, von der Strafe Gottes zu reden. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott Menschen einfach in ihre Sünde dahingibt. Strafe also nicht als Gericht von Seiten Gottes, sondern Strafe als Verfallenheit an das eigene Versagen. Das heißt, dass wir ausbaden müssen, was wir uns selbst eingebrockt haben. Micha hat eine klare Vision. Am Ende steht bei ihm die Vergebung. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, fragt er. Ein Gott, der die Sünde vergibt und denen die Schuld erlässt, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, weil er barmherzig ist. So ruft er voller Glauben diesen Trost heraus und vertraut auf Gottes Treue. Dieses Wort steht am Ende des Micha-Buches. Dieses Wort soll auch am Ende dieser Predigt stehen, obwohl das Thema noch lange nicht erledigt ist. Das letzte Wort soll nicht die bedrückende Lage haben, in der sich Micha findet und in der auch wir uns heute finden. Das letzte Wort hat Gottes Barmherzigkeit, die so groß ist, dass Micha erstaunt fragt: Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Aus dem Zusammenhang des ganzen Buches wird deutlich, dass allein hier und so Neues entstehen kann. Gott muss handeln. Anders geht es nicht. Aber wir auch. Die Bilder, die Micha benutzt, um solches Handeln Gottes zu beschreiben, die kreisen darum, dass Gott vergibt. Er lässt Versagen und Schuld nicht das letzte Wort. Und dadurch kann wieder Heilung und Leben entstehen. Wörtlich sagt Micha, Gott trägt die Schuld weg. Er versenkt sie in den Tiefen des Meeres. Das heißt dann, was dem Miteinander von Gott und Mensch im Weg liegt, das wird ausgeräumt. Er zertritt die Schuld der Menschen unter seinen Füßen, wie man ein Feuer austritt. Er versenkt die Vergehen im Meer. Aber wir dürfen das Entgegenkommen Gottes nicht als billige Gnade verstehen. Wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn sie kommt nicht von selbst, nicht ohne Reue, nicht ohne Umkehr. Ich kann Michas Staunen verstehen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt Schuld? Dieses Staunen über die unverdiente Liebe unseres Gottes ist neu zu lernen. Sie ist eben nicht selbstverständlich. Wäre sie es, gäbe es keinen Grund zu staunen. Und Micha staunt. Er hat so viel Verderben gesehen. Er hat so viel Gericht gepredigt. Aber sein letztes Wort bleibt das von der Liebe und Zuwendung Gottes. Gut, das zu wissen. Wir sind hineingewoben in Strukturen des Unrechts und des Verderbens. Aber neue Energie, an einem Happy End zu arbeiten, gewinnen wir aus der gewissen Hoffnung, dass Gottes Güte will, dass wir leben, weil er uns liebt. Darauf dürfen wir schauen. Daran machen wir uns fest. Darauf verlassen wir uns. Amen. Damit ich frei bin. Halleluja, Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schreit.
und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weiht, damit ich wandle. Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen legt, damit ich rede. Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schreit. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertrag, damit ich atme. Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schreit. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Lasst uns beten. Herr unser Gott, deine rechte Hand hält uns, so sagt es uns dein Wort zu. Wir bitten dich, lass auch uns dies immer wieder neu erfahren. Und hab Dank, wo immer du uns das Wunder deiner Kraft, deiner Hilfe und Nähe geschenkt hast in unserem Leben. Herr, dir vertrauen wir an, was uns bedrängt und bedrückt. Dort, wo es dunkel ist, durch Fragen und Sorgen in uns, mach du es wieder hell mit dem Licht deines Wortes. Wo wir mit unserem Mut am Ende sind, hilf uns, dass wir Zuversicht, Kraft und neue Lebensfreude erfahren können. Herr, es gibt manche Not in dieser Welt. Täglich neu hören wir von Menschen, die durch Krankheit, Terror oder auch Naturgewalten erschüttert worden sind oder die ihr Leben verloren haben. Herr, lass diese Menschen deine Hilfe erfahren, auch durch uns. Zeige du Wege nach vorn. Schenke Umdenken und schenke allen Kraft, die sie brauchen, die sie nötig haben, um Menschen in ihrer Not beizustehen. Herr, wir richten den Blick in unsere Gemeinde und bitten dich auch da um Hilfe, wo gesundheitliche oder private Sorgen sind und wo Trauer ist. Wir bitten dich für alle, die von ihren Fragen und Sorgen wie gelähmt sind, dass sie neuen Mut und Zuversicht für ihr Leben erfahren. Lass uns auf deine Möglichkeiten vertrauen. Lass uns immer wieder erfahren, wie du gute Wege für uns weißt. Mit deinem Geist berühre uns, dass unsere Herzen etwas empfangen mögen von deinem Frieden. Und lass ihn uns zum Ansporn werden, uns in deiner Welt für das Gute einzusetzen. Lass es uns immer wieder Licht werden, damit wir dir folgen und deinen Willen tun können. Wir beten weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht in die neue Woche unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.